Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Hier ist wieder euer Ravex von Vierhorn. Wir nehmen aber als Geralt von Riva am Turnier teil. Ja. Oder? Das ist schwierig. Bei diesem Turnier bin ich Ritter Ravex von Vierhorn. Nee, ich bin Geralt. Ich bin Geralt. Ich werde nicht unter falschem Namen kämpfen. Du magst nun den Schild mit deinem Wappen nehmen. Ich bin ein Hexer. Wir kämpfen nicht mit Schilden. Wer spricht denn von Kampf? Der Schild ist ein Andenken an deine Turnierteilnahme. Du darfst ihn mitnehmen. Tja dann. Vielen Dank. Sind dir die Herausforderungen, Preise und Eide des Turniers bekannt? Wenn nicht, so lass mich dir davon künden. Eide, was für Eide? Was hast du da von Eiden gesagt? Es ist Brauch, dass die Ritter Eide ablegen, welche für die Dauer des Turniers gelten. Man schwört auf etwas, das für die Tugend steht, die einem am wichtigsten ist. Ich sag's gleich. Ich bin vor allem an den Preisen interessiert. Der Sieger eines Wettkampfs erhält eine Trophäe. Der Ritter mit dem besten Ergebnis nach allen Wettkämpfen tritt im finalen Zweikampf um die Ehre und den Titel gegen den letztjährigen Turniersieger an. Wer den Titelverteidiger besiegt, hat den großen Preis errungen. Dieses Jahr ist das ein speziell zu diesem Anlass angefertigtes Schwert vom einzigartigen Cornelius von Assengard, dem berühmten Schwertschmiedemeister. Die allergnädigste Herrin hat es den ganzen Weg aus Nazair bringen lassen. Asengard, ob das eine Hommage an Asgard ist? Klingt fast so. Die Herausforderung erzählen wir von denen. Guillaume hat mir ein wenig über die Wettbewerbe erzählt. Aber ich würde lieber sicher gehen, dass ich Bescheid weiß. Bewundernswerter Wissensdurst. Es gibt der Wettbewerbe drei. Einmal den Schießstand, wo du dich Seite an Seite mit einem Gegner misst. Beim Pferderennen gilt es, den Parcours binnen einer festgesetzten Zeit zu schaffen. Diese Zeit kannst du verlängern, indem du Ziele mit dem Bolzen und Attrappen mit dem Schwert triffst. Und dann gibt es die Gruppenschlacht in der Arena. Und als Krönung den Zweikampf gegen den letztjährigen Sieger. Nach Abschluss jedes Wettstreits werden die Ergebnisse am Brett vor meinem Zelt veröffentlicht. So weiß jeder immer Bescheid, wer gerade das Turnier anführt. Praktisch. Ich führe dieses Turnier an. Bald. Ich glaube, jetzt weiß ich alles, was ich je über Ritterturniere wissen wollte. Trefflich. In diesem Fall musst du deinen Eid leisten. Worauf willst du schwören? Ich schwöre beim Reiher, ich schwöre bei meiner Liebsten, ich habe leider keine Liebste, ich schwöre beim Strafsterzogin. Ich schwöre lieber gar nicht. Beim Reiher? Was für ein Reiher? Ich habe keine Liebste, auf die ich schwören kann. Hä? Beim Reiher? Welcher? Ich würde ja gerne auf den Strafsterzogin schwören, aber ich weiß nicht, ob das sich ziemt. Aber ich probiere es mal, weil es so lustig ist. Beim Straps der allergnädigsten Herzogin, ich werde die Rittertugenden im Wettkampf achten. Mögen die Götter dir bei deinem ruhmreichen Unterfangen beistehen. Bitte unterzeichne hier und fülle diese Formulare aus. Mehr brauche ich von dir nicht. Nun wirst du mit angemessener Rüstung versehen, so wie von Guillaume arrangiert. Hübsch. Außerdem erhältst du für die Dauer des Turniers ein Zelt. Das findest du bei der Arena. Viel Glück! Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh nein, ich bin überlassen. Wie es aussieht, geht zum Schießstand. Und wie es aussieht, gibt's hier Händler?
Fuck, Mann, ich hab's wieder komplett vergessen, dass ich Sachen verkaufen muss. Okay. Ich kann halt nicht rennen, ne? Ich meine, ich könnte jetzt Sachen weglegen, aber ich weiß nicht. Gibt's hier... Kann ich jetzt zu einem Händler gehen? Mal gucken, ob ich es hier hochschaffe. Oh mein Gott. Kann ich eigentlich reiten, wenn ich so zu schwer bin? Dann geht das auch nicht. Jetzt im Angebot. Komm. Vielleicht treffen Sie dieses Jahr wieder einen Zuschauer. Bitte. Mein Herr. Ja, ich kann reiten, nice. Schon gehört? Boah, bitte hab Kohle, bitte hab Kohle, bitte hab Kohle. Bitte hab Geld, bitte hab Geld. Was hast du denn da? Oh, 14.000, sehr gut. Puh! So, dann wollen wir erstmal ganz viel Schmand verkaufen. Naja, das wiegt nicht, das wäre dumm. Okay, ach so, wir müssen aufpassen, weil unsere Rüstung ja noch mit dabei ist, die ich anziehen will, wenn ich wieder hier fertig bin. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen, was ich mache. 240, 280, 170. Das sind, glaube ich, unsere momentanen Stiefel. Das hier müsste unsere momentane Hose sein. Und das unsere momentanen Handschuhe, okay. Schwerter haben wir ja angelegt. Da müssten wir eigentlich alle verkaufen können. 600. Sind echt viel wert teilweise, obwohl es überhaupt keine Relikte oder sowas sind. 129, 232, ist auch nicht schlecht. Okay, dann würde ich sagen, jetzt sind wir sogar unter 100 Kilo wieder. Ich überlege halt gerade, ob ich das Färbemittel... Achso, da nimmt, glaube ich, keine Felle, ne? Nimmt der Felle? So, erstmal nimmt er dieses Edelsteinzeug, aber das wiegt halt auch fast nichts. Ne, er nimmt leider keine Felle, deswegen ist jetzt fast egal, ob er das... Färbemittel oder, aber gut, die Ringe haben halt zumindest noch ein ganz klein wenig Gewicht. Grün-Gold-Diamantring. Ich lese mir immer gerne nochmal die Namen durch. Silberne Rubinkette. Goldene Diamantkette. Wobei ich immer finde, das klingt immer alles so wenig. Also Waffen und sowas ist klar. In dieser Welt kann natürlich sein, dass gute Waffen etc. halt einfach wertvoller sind, weil es viel Krieg gibt, viel Kampf gibt, als... Schmuckstücke, aber es ist nicht immer irgendwie so geil, krass, und dann ist es so gut wie nichts wert. Hier, Goldring ist Plunder. Ein Goldring ist Plunder und quasi nichts wert. Unglaublich. Reines Silber auch nichts wert. Naja, was ist das? Brautschleier, okay. Na gut, da hat er immer noch 6.000 oder über 6.000, dann verkaufen wir jetzt mal dieses Färbemittelzeug, weil es ist halt echt viel wert. Also vergleichsweise viel wert. Das Färbemittel ist mehr wert als diese Edelsteine, also dieser Schmuck. Unglaublich. Oh, es sind wieder über 40.000. Also wir haben jetzt über 40.000. Krass. Er hat nur noch 179. Wir haben das komplette, wir haben unsere kompletten Waffen verkauft. Unsere komplette Rüstung, die wir nicht mehr brauchten. Und halt auch noch... Das Färbezeug, das wir nicht gebraucht haben, sehr geil. Das hat sich schon mal gelohnt. Zum Glück habe ich dran gedacht und nicht. Also wir können eigentlich froh sein, dass wir überlastet waren, weil wenn wir nicht überlastet gewesen wären, hätte ich wahrscheinlich nicht dran gedacht, die Sachen zu verkaufen. Hätte ich natürlich wieder vergessen gehabt. Geralt, also sowas, ist aus dir ein fahrender Ritter geworden? Spaß beiseite. Ich bin beruflich hier. Nimmst du auch teil? Ob ich teilnehme? Haha, ich werde reinfahren von Atre hinwegfegen. Gerade habe ich ihn noch gesehen, ein Nervenbündel. Stopft sich die Nase mit Fistech voll.
als könnte ihn das stehlen. Ist denn das regelkonform? Wer will schon einem Nilfgaarder beibringen, sich an die Regeln zu halten? Hör mal, Geralt, ein Rat. Leider wird bei deinem Zielschießen-Duell die Sonne dir genau ins Gesicht strahlen. Das ist mir völlig einerlei. Aber toll ist es nicht. Wir müssen doch jetzt beide warten. Spielen wir derweil eine Runde Gwind. Wenn du gewinnst, tausche ich mit dir. Ich komme aus dem Süden, mir macht die Sonne nichts. Mir macht die Sonne auch nichts, aber los. Ich will Gwind spielen. Zu einer Partie Gwind sage ich nie nein. Ich komme aus dem Süden, mir macht die Sonne nichts. Was ist denn das für eine logische Erklärung? Du blendest, also das blendet dich doch trotzdem genauso. Es ist doch egal, wo du herkommst. Bom, bom. Ein schöner Spion, zwei schöne Spione, dann legen wir die Frau mal ab. Na? Finte, Finte, Finte. Brauche ich eine Finte? Ich glaube fast, wir brauchen keine Finte gegen sie. Also gegen die hier. Durchsuche deinen Nachziehstapel nach klirrender Kälte. Okay, gut zu wissen. Tja, dann fangen wir wie immer mit unseren Spionen an, geben die erste Runde ab, es sei denn, es ist wie beim letzten Mal, dass der Gegner uns den Sieg total einfach macht. Wir ziehen zweimal verbrennen, das ist vielleicht nicht gerade optimal, aber egal. Bisher eher schwache Einheiten, die sie ausspielt. Oh, noch ein Spion, sehr schön. Oh, mein Gegner passt, das macht es uns wieder so einfach. Zwei Karten müssen wir ausspielen, da haben wir gewonnen. Ich überlege, ich nehme sogar ein Verbrennen. Ich glaube, das ist sogar sinnvoller, als noch eine Einheitenkarte auszuspielen. Krass, da macht sie es uns schon wieder so einfach. Wir haben noch einen Spion. Wir können noch einen Spion aus ihrem Deck ziehen. Aus ihrem Friedhof ziehen. Sehr schön. Machen wir jetzt auch direkt, sonst vergesse ich es wieder. Ach ja, wir nehmen natürlich den kleinen. An den habe ich ja gar nicht gedacht. Und jetzt, also ich bin gespannt, ob wir jetzt auch wieder die zweite Runde gewinnen. Die machen uns ja gerade super einfach, die Gegner. Zumal sie sich klirrende Kälte ziehen kann. Wenn sie ja alles voll hat, wird sie kaum klirrende Kälte benutzen. Vor allem, wenn sie sowas macht. Naja, wir haben nochmal Verbrennen, das ist also nicht so schlimm. Und wir haben auch noch unseren Drachen, fällt mir gerade ein. Wir ziehen selber zweimal das Horn und wir haben nur einen zwei Nahkämpfer. Ja, macht das ruhig. Ich überlege nur gerade, was ich jetzt als nächstes ausspiele. Wir könnten halt die Runde abgeben. Ich glaube, das ist... Aber es geht am schnellsten. Er hat noch 5 Karten, 40... Ja, scheiß drauf. Komm, wir gehen die Runde einfach ab. Es geht am schnellsten. So, Cirilla. Oh, jetzt kommen wohl die schweren Geschütze. Spielen wir erstmal die Karten aus, die nicht angegriffen werden können, also nicht irgendwie beeinflusst werden können. Ah, er macht jetzt nicht mehr in den Nahkampf rein, sehr intelligent. Vielleicht ist dann unser Drache auch ein bisschen sinnlos, aber egal. Da fällt mir gerade ein, ich hatte natürlich komplett vergessen, mir starke Karten oder Karten in den Friedhof zu legen, weil ich ja sonst nicht wiederbeleben kann. Sehr schön. Aber egal. Ah, unser Drache kann schon mal eingesetzt werden. Wobei, wenn wir jetzt Verbrenner einsetzen würden, halt 2 Sechser Einheiten vernichtet, das wäre halt eigentlich fast sinnvoller. Er hat auch nur noch eine Karte, also was soll ja noch passieren? Ja. Gewonnen! Das war super einfach. Die letzten beiden Quint-Partien waren super einfach. Ich würde sagen, das hier war sogar noch leichter als die vorhergehende, obwohl ich hier erst in der dritten Runde gewonnen habe. Aber ich jetzt auch noch zweiten gewonnen. Gratulation. Wir tauschen wie vereinbart. Das war wirklich kurzweilig. Die Herrin Vivienne kommt sicher jeden Moment. Es ist Zeit. Ich muss zur ersten Herausforderung. Viel Glück. Ritter, ich begrüße euch. Dieses Jahr ist die Ehre und Pflicht, dem Turnier als Patronin vorzustehen, mir zugefallen.
möget ihr ehrenhaft kämpfen, auf dass ich einem von euch den großen Preis des Turniers verleihen darf. Ihr habt eure Eide geleistet und Körper und Seele vorbereitet. Es ist an der Zeit, dass ihr euch bewährt. Seht nur, Horm Akerspark von den Mechtinern. Hui, wird das schwierig, die Reime zu wienern. Nun muss er treffen, die Ziele in Blau. Tunlichst rapide und auch sehr genau. Gegen ihn sehen wir ein neues Gesicht. Geralt von Riva, den kannte ich noch nicht. Nehme er getrost jene Ziele in Rot aufs Korn und treffe recht viele. Möge der Beste gewinnen. Das bin dann wohl ich. Oh, an dem Pfeil am Bogen sehe ich gerade. Rot. Und Geralt erfährt einen bitteren Spagat. Man kann's nicht erraten, das Endresultat. Was? War doch super einfach. Wie könnte man nicht erraten? Von Riva, er triumphiert, während hingegen sein Gegner verliert. Geil. Dein Preis, Herr. Eine Armbrust, die dein Wappen trägt. Ich gratuliere dir. Danke, Herrin. Erzählst du mir, welche Preise es noch gibt? Leider kann ich dir nicht mehr Zeit widmen als den anderen Teilnehmern. Die Pflicht ruft. Vergib mir. Mein Hexermedaillon vibriert stark. Das kann nur eins bedeuten. Magie. Die Erklärung ist sicher eine Enttäuschung. Der Duft, den ich benutze, wird von einer Zauberin angemischt. Gegen jemanden wie dich zu verlieren, ist auch eine Art Sieg. Nimm auch meine Glückwünsche entgegen. Danke. Was? Das habe ich nicht verstanden. Warum ist es eine Art Sieg, gegen Geralt zu verlieren? Ich meine, es ist eine Ehre, gegen ihn zu kämpfen. Okay. In der Zwischenzeit habe ich herausgefunden, welches Zelt die Herrin Vivienne bewohnt. Vielleicht findest du da was Aufschlussreiches. Du hattest recht. Vivienne steht unter irgendeinem Fluch. Das habe ich gemerkt, als sie das Turnier eröffnet hat. Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Ja, gehen wir. Müssen wir wenigstens nicht selber dahin gehen, wenn wir jetzt mit ihm mitgehen. Wir haben ja eh nichts anderes zu tun. Wobei es cool wäre, in der Welt mit dieser Rüstung rumzurennen. Wobei, das können wir danach wahrscheinlich auch, weil die Rüstung dürfen wir behalten. Die ist aber schwächer als unsere eigentliche Rüstung. Das ist ihr Zelt. Geh rein und sieh dich drinnen um. Ich rufe wie eine Eule, wenn jemand kommt. Tja, bin hier mal gespannt. Anscheinend ist es doch einfach ein Fluch, also Magie, und sie scheint doch ein Mensch zu sein. Wie gesagt, ich hatte ja gehofft und gedacht, dass es... Was heißt gehofft? Ich hatte gedacht, dass es eher eine Art... anderes Wesen ist, Hex oder wie auch immer. Okay, die wird wahrscheinlich zum Werwolf, wenn es Nacht wird, wenn ich hier schon die Spuren sehe. Clownspuren. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh war. Nur, dass es groß war. Ja, es riecht nach Werwolf. Oder sie könnte so eine Bruxa sein, aber die können ja sich verwandeln, wenn sie wollen. Also könnte ein Vampir sein. Ich denke, es ist eher eine Werwolf. Ein Tiegel mit Tarnsalbe. Hier ist mächtige Magie am Werk. Komm, ihr habt genügend zu essen. Das können wir ruhig mitnehmen. Die sind reich. Pirolfeder. Hält Vivienne sich einen Vogel? Wenn ja, hier ist keine weitere Spur von ihm. Bruxe mögen Vögel. Ist sie doch ein Vampir? Ist doch eine Bruxe? War mein Gedanke gar nicht so falsch, oder was?
Wenn, macht Sinn, weil hier in dem Spiel Blood and Wine kommen ja viele Vampire vor, aber das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ausgaben Blatt bis Feen, 14 Ellen Stoff, 80 Kronen Schuhe, Drachen 140 Kronen, Rennsattel 280 Kronen, Zaubersalbe 1400 Kronen Samt. Mäzenersalz. Damit macht man Kompressen. Hey, da lag doch noch was. Da kommt jemand. Rasch! Du wolltest doch wie eine Eule rufen. Wir reden später. Jetzt müssen wir zurück zum Turnier. Zeit für den zweiten Wettkampf. Meine Herren, was sucht ihr im Zelt meiner Herrin? Inspiration? Hebt euch hinweg! Geiles Oberteil, was sie da hat. Was habt ihr da drinnen getrieben? Turnier. Gar nichts. So, jetzt aber erstmal ein kleiner Cut. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal wird es dann weitergehen mit diesem Turnier und der geheimnisvollen Frau, die wahrscheinlich verflucht ist, beziehungsweise eine Bruxe sein könnte. Schauen wir mal. Bis dann.